Moin Leute, was geht? Freddy Krüger 3, seid ihr wieder am Start? Ha, so, kurze Zwischeninfo. Ich war gerade eben einkaufen mit meinem Opa. Und zwar in Walldürn. Und habe meine neuen vier Paletten abgeholt. Somit ist der Vorratsbestand mit Paletten aufgefüllt. Jetzt könnte es von mir aus schon Sommer werden und dann könnte ich das ganze Zeug von mir schon aufbauen, geht aber leider noch nicht, weil das Wetter ja noch nicht so mitspielt. Es regnet im Hintergrund und allgemein ist zurzeit noch Scheißwetter. Ich kann euch mal den kurzen Fortschritt bis jetzt zeigen. Wie gesagt, ich habe eingekauft und hatte für meine Schleifmaschinen mir wieder neues Material besorgt, neue Schleifpapiere. Hier einmal ganz rau, hier zweimal fein, von jedem 5 Stück. Und einmal für meine Dreieckschleifmaschine dieselbe. Einmal fein und einmal rau. Damit ich hier einmal, man soll ja anfangen, erstmal rau schleifen und dann fein. Und dann wird es richtig schön. Ich habe vorher immer mit rau oder nee, ich habe früher immer mit fein geschliffen. Direkt von Anfang an mit fein. Das war auch mein Fehler. Deswegen sind die auch noch nicht so ganz schön glatt, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Deswegen, ich probiere das Ganze jetzt mal aus auf der Palette, nur auf dem ganz rechten Brett, also auf dem hier, weil das noch gar nicht bearbeitet wurde. Das probiere ich jetzt da drüben mal aus. Ich habe hier hinten auch schon zwei Paletten jetzt bearbeitet, komplett fertig. Hier steht ja auf dem Zettel drauf, bearbeitet mit Haken. Da, wo noch kein Zettel drauf ist, die sind noch nicht bearbeitet, also die ist noch nicht bearbeitet, die ist jetzt fast fertig bearbeitet. Und da draußen, wo die hier vorher auch standen, stehen jetzt nochmal 4 Stück. Die hole ich mir heute eventuell noch rein und stelle die auch hier hin, wie die da jetzt. Und die da, denke ich mal, werde ich da hinter der Eisenbahn irgendwie anlehnen oder so, damit die da hinten rumstehen. Nur muss ich da den Sessel weg, damit ich da schön reinkomme. Und dann tue ich die ganzen Paletten, die bearbeitet sind, denke ich mal, eine werde ich hier hinstellen, aber das wird die hier zum Schluss sein, wo ich dann hier hinstelle. Und dann denke ich mal, werde ich die anderen drei gerade hier hinstellen. Weil hier ist auf jeden Fall richtig gut Platz. Hier hinten läuft eigentlich fast niemand, außer wenn ich hier mal an die Jalousie muss, was aber meistens nie der Fall sein wird. Oder was allgemein meistens nie der Fall ist. Und da draußen stehen jetzt meine anderen 4 Paletten. Ja, nicht wundern, wenn ich mich jetzt schon wieder komisch anhöre. Ich habe schon wieder meine Schutzmaske auf, weil ich jetzt eigentlich anfangen wollte zu arbeiten. Wie gesagt, ich bin gerade zur Haustür reingekommen und die Paletten sind abgeladen. Und jetzt habe ich gedacht, drehe ich gleich mal kurz mein Informationsvideo, damit ihr Bescheid wisst jetzt. Also alle 4 Paletten sind jetzt da. Ich habe mir jetzt ja jetzt vor 2 Tagen habe ich mir jetzt auch schon das Poolthermometer bestellt, was ich jetzt euch im letzten Video schon gesagt habe. Wenn die anderen 4 Paletten dann trocken sind, werde ich die auch bearbeiten. Jetzt habe ich ja neue Schleifpapiere da. Da werde ich euch auch Bescheid geben wieder, wenn das Ganze fertig bearbeitet ist, weil die 4 Paletten, die ich jetzt hier habe, die mache ich noch fertig. Und dann müssen die anderen sowieso erstmal trocknen, weil die standen jetzt die ganze Zeit über draußen. Seit Winterbeginn standen die draußen, also die sind noch feuchter wie die 4, wo ich jetzt hier am Anfang hatte. Also die 4, wo ich jetzt hier am Anfang hatte, ist quasi gar nichts dagegen. Die sind komplett durch. Da ist kein Zentimeter mehr trocken. Also das ist wirklich krass. Also da muss man wirklich. Da, das Ganze muss wirklich lange trocknen. Deswegen, das Ganze stelle ich dann wahrscheinlich hinter die Eisenbahn. Und die anderen 4, die stelle ich dann gerade da wieder drauf. Habe ich ja extra Folie ausgebreitet, damit der gute Teppich nicht nass wird. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Mit dem Informationsvideo. Und weiter geht's dann mit dem nächsten Teil, wenn ich mit dem nächsten fertig bin. Vielmehr, ich habe jetzt hier noch 2 Paletten zu machen. Die werde ich jetzt heute noch bearbeiten. Das ziehe ich jetzt knallhart durch. Und dann, genau, meine Mutter hatte mir noch einen ganz guten Tipp gegeben. Oh, ich muss die Maske nochmal kurz runter, mir läuft die Nase. Meine Mutter hatte mir einen sauguten Tipp gegeben. Und zwar, wenn ich die Paletten draußen aufstelle und ich den Untergrund nicht so hart haben will, weil ich ja auch mit Poolheizung arbeiten werde, damit die Wärme einfach länger besteht, soll ich mir unter die Paletten, also quasi auf dem ganzen Boden, wo die Paletten später stehen, Styropor ausbreiten, weil Styropor ist ja bekanntliches Dämmmaterial. Quasi das lege ich mir dann auf den Boden, dann kommt von unten keine Kälte durch und die Wärme von oben bleibt gespeichert.
Das ist auch wieder geil. Und dann überlege ich mir eventuell noch, dass ich mir hier zwischen rein noch Styropor reinpacke, weil das dämmt ja dann auch wieder. Da muss ich mal noch überlegen, weil mein Papa, der hat noch richtig viel Styropor zu Hause. Und da muss ich mir dann halt mal einen Hänger voll mitnehmen oder so. Oder einfach mal alles, was mein Vater in Rollkörben hat, einfach mal einpacken in den Hänger und einfach mal mitnehmen. Damit ich dann dementsprechend auch wieder arbeiten kann. So, also gut. Dann würde ich jetzt aber echt sagen, war es mit dem Video. Lasst ein Däumelein nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und um keine weiteren Infovideos mehr zu verpassen, lasst ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Und dann sage ich hiermit mal bis zum nächsten Mal. Und ciao.